Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen und vorerst letzten Food Diary. Ich würde euch also bitten, falls ihr jetzt auch mal mitmachen wolltet, behaltet eure Videos für irgendwann oder löscht sie, wenn ihr keinen Bock habt, euren Speicherplatz voll zu müllen. Das wird auf jeden Fall erstmal das letzte Food Diary sein und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß damit. Und nochmal lecker, lecker, mein Lieblingsessen zurzeit, Cordon Bleu mit Bratkartoffeln. Wir essen heute Käsespätzle. Dazu einen Kiba. Eigentlich wollte ich heute Gulasch von gestern essen, aber irgendwie habe ich absolut keinen Bock darauf. Deswegen hab ich meinen Vater gefragt. Der freut sich jetzt und hat sein Gulasch. Und ich habe mir hier zwei Scheiben Brot gemacht, Stramm Max. Da ist jeweils noch Putenbrust oder Hähnchenbrust drauf, eine halbe Scheibe Butterkäse und jeweils zwei Eier. Zum Abendessen habe ich mir heute eine Leberkässemmel gemacht. Leute, es ist kein Pizza-Samstag, sondern jetzt für mich Pizza-Dienstag. Ja, ich habe eine Pizza gemacht, wie ihr sehen könnt. Das Schwarze ist Pepperoni. Ich habe diesmal Thunfisch-Pepperoni, mal was anderes als ständig Salami und Hähnchenbrust. Ja, und im Hintergrund ist schon die nächste. Wir haben uns heute Burger gemacht. Selbstgemachten Brötchen. Und dazu gibt es Pommes, leider nicht selbst gemacht. Und ein bisschen Soße. Ich habe vorhin zwei Scheiben Brot Stramm Max mit, ich glaube, drei Eiern gegessen. Das habe ich aber nicht gefilmt. Und jetzt esse ich noch eine Scheibe Brot mit Nutella. Ich liebe, liebe, liebe Nutella. Und es streiten sich ja die Geister. Mit oder ohne Butter. Bei mir mit, wie ihr sehen könnt. Lecker Linguine mit Tomatensoße. In der Tomatensoße sind noch Thunfischkapern, schwarze und grüne Oliven. Ich hätte es ja nicht für möglich gehalten, dass ich in diesem Leben noch mal relativ früh wach bin. Ich bin auch schon seit 7:30, glaube ich, wach. Ich habe mir auf jeden Fall gerade zwei dieser Baguette-Brötchen gemacht mit Hähnchen oder Putenfleischwurst, ich weiß es nicht. Und ja, das werde ich jetzt essen und dann werde ich noch was fürs Tagebuch-Video filmen. Ich mache mir gerade Sandwich hier so im Sandwich-Toaster und ich habe jetzt endlich mal das Backpapier da reingelegt, um mir das Ding nicht zu versauen. Und es klappt wirklich erstaunlich gut. Es wird nicht ganz so braun, das Toast, wie wenn das Backpapier nicht dazwischen ist. Das zeige ich euch gleich. Aber das ist es mir wert, dafür versaue ich mir das Ding nicht. So sieht das Ganze dann nun fertig aus. Wie gesagt, ohne Backpapier kriegt das immer noch ein bisschen mehr Farbe, aber der Käse ist schon da rausgelaufen und ich glaube, ich habe auch ein bisschen mit Käse übertrieben. Ich habe nämlich welchen selbst gerieben. Wir haben heute Sushi gemacht. Erster Versuch, sieht zwar noch nicht so schön aus, aber schmecken tut's. Eigentlich wollte ich eine Scheibe stinknormales Brot essen mit Nutella, aber ich habe gerade so die Scheibe Brot da rausgeholt und habe ich gesehen, es schimmelt. Deswegen habe ich mir jetzt einfach zwei Scheiben Toast mit Margarine, hätte ich jetzt gesagt, das ist aber Butter und Nutella gemacht. Ich war am Überlegen, ob ich das auch in den Sandwich Maker rein mache, aber ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden. Aber ich finde es eigentlich eine recht gute Idee, das auch in einer süßen Variante zu machen. Man hätte sich ja auch noch Erdbeeren da drauf machen können oder von mir aus auch Bananen. Ich habe mir eine Packung Kirschen bei Aldi gekauft. Ich habe die nicht wirklich durchgesucht, ob da jetzt irgendwas Schlechtes bei ist. Ich habe die einfach nur sauber gemacht und in eine Schüssel gekippt. Eine habe ich probiert, die haben sehr lecker, oder die schmecken sehr lecker. Drück mir die Daumen, dass ich keine mit einem Wurm oder so erwische. Es gibt Pizza Traditionale, Speziale von Dr. Oetker. Wir essen heute einen Kuchen mit Naschi-Birnen, mit Vanillepudding und mit Streuseln. Alles natürlich selbst gemacht. Vorhin gab es noch ein Tellerchen Bolognese, aber wirklich nur einen, ja, kleinen, normalen. Ich weiß auch nicht, wie ich es definieren soll. Auf jeden Fall habe ich nicht so viel gegessen, aber ich muss das machen, weil das Hackfleisch heute ablief. Und jetzt gibt es noch Zitroneneis und Creme Fraiche Mango. Also ich bin mal gespannt. Ich wusste nicht, dass es Creme Fraiche Eis gibt.
Heute Abend gibt es eine Tomaten-Ziegenkäse-Tarte. Die habe ich es erstmal selber gemacht, sonst immer bei meinem Papa gegessen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsessen. Und mal schauen, ob die jetzt auch gelungen ist. Es ist Samstag, das bedeutet, es gibt Pizza. Ich habe mir gerade mal was Neues gemacht. Und zwar hatte ich noch Bolognese von gestern übrig. Das habe ich jetzt anstelle der Tomatensoße genommen. Ja, und dann habe ich da noch Peperoni drauf gemacht und Käse. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und ja, ich habe mir noch zwei andere gemacht, denn die esse ich safe. Ich habe heute nur ein Stückchen Fleischwurst gegessen und ich habe geschwitzt wie sonst was. Ich habe viel zu wenig getrunken. Heute ist sowieso so ein Pechtag für mich. Allgemein, die letzte Woche war richtig scheiße. Deswegen freue ich mich jetzt einfach nur auf diese richtig geile Pizza. Es sind übrigens zwei Pizzen geworden, die ich gegessen habe. Die dritte hier, die schaffe ich einfach nicht mehr. Also ich habe einfach keinen Hunger auf Pizza. Ich habe mir jetzt noch ein Eis rausgeholt. Das ist wieder dieses Creme Fraiche Mango Eis und das Zitroneneis. Das Creme Fraiche Mango finde ich auch lecker, aber es war irgendwie gewöhnungsbedürftig. Und das Zitrone ist auf jeden Fall so geil. Gibt's bei Aldi. Ich hoffe, das gibt's auch noch, wenn das Video hier rauskommt. Guckt einfach mal nach und berichtet dann mal. Das Amarena-Kirsch davon ist auch mega geil. Bei uns gibt's heute ein paar selbstgemachte Tagliatelle. Und weil die ein bisschen komisch aussehen, mit Tomatensauce und dann ganz viel Käse drauf. Nichts für Vegetarier. Und zwar ist das bayerisches Wammerl. So ähnlich wie Schweinekrustenbraten und dazu Kartoffelknödel mit gerösteten Semmelbröseln. Leute, an diesem heiligen Sonntag gibt es Baguettebrötchen, zwei Stück. Aber offen, wie ihr sehen könnt, links und rechts ist Teewurst. Ich habe vielleicht ein bisschen hart mit der Maggi, mit der Butter übertrieben. Und ja, Fleischwurst, Knoblauchfleischwurst, hatte ich mega Bock drauf. Ich wollte die quasi retten, die war runtergesetzt auf 1 Euro. Weil die in ein paar Tagen abläuft und eine Hälfte habe ich jetzt eingefroren und die andere habe ich jetzt aufgegessen. Eine leckere Nussschnecke mit ganz viel Zuckerguss vom Aldi. Gestern habe ich ja Pellkartoffeln mit Quark bzw. Creme Fraiche gegessen und mit den restlichen Pellkartoffeln mache ich jetzt einen Auflauf. Und ich glaube, so ähnlich habe ich den auch schon mal gemacht, einfach Pellkartoffeln in Scheiben geschnitten. Und dann habe ich hier eine Soße mit 400 ml so Kochsahne mit 7% Fett, 500 Gramm Hackfleisch, einen Brühwürfel habe ich da reingetan und noch ein bisschen Salz, Pfeffer, Chili und Paprika. Ja, und das staple ich jetzt gleich alles hier drin, dann mache ich noch ein bisschen Käse da drauf und dann werde ich das essen. Die Soße an sich schmeckt auf jeden Fall. Ich habe übrigens noch ein paar Erbsen reingeworfen. Zur Vorspeise am Sonntag gibt es eine Suppe aus Kartoffeln, Lauch und Pilzen und mit Schinken und so weiter und ein bisschen Brot dazu. Und das da sind auch gebratene Pilze. Und als was Gesundes dazu gibt es noch einen kleinen Salat. Nachher gibt es dann die Hauptspeise. Lammnüsschen und Kalbschnitzel mit Girandolin-Nudeln und selbstgemachter Mayonnaise. 1 Uhr durch und ich habe mir noch 3 Scheiben Brot gemacht. Den Brie habe ich leider ein bisschen dick geschnitten, weil ich das mit einem normalen Schmiermesser geschnitten habe und nicht mit einem scharfen Messer. Ja, Teewurst. Ich liebe Teewurst mit ganz viel Senf. Geil. Heute gibt es bei uns wieder mal Nudeln mit Pesto. Natürlich selbstgemachte Nudeln. Dazu einen leckeren Wein. Vorspeise, am Sonntag gibt es mal wieder eine Tomaten-Ziegenkäse-Tarte. Ich liebe sie. Bratwürstchen und Wollwürstchen. Als Hauptspeise am Sonntag gibt es Bratwürstchen und Wollwürste und Kartoffelknödel und Bohnen. Und ganz gesund gibt es mal wieder Salat. Heute habe ich mir eine Senfsoße gemacht und ein bisschen Fisch, beziehungsweise hier so Fischstäbchen und das ist so ein Stück Backfisch und ein gekochtes Ei. Eigentlich wollte ich das machen, weil ich Eier loswerden wollte, aber ich esse nicht ganz so gerne Senfsoße mit Eier, aber beides als einzelne Komponente mag ich eigentlich gerne. Lecker, Krustenbratensemmel. Und jetzt zum Nachtisch esse ich noch ein Eis. Das ist einmal von Mövenpick
Amarena Kirsch, richtig geil, aber auch mega teuer, kann man eigentlich nur im Angebot kaufen. Dann einmal Schokolade von der Aldi Eigenmarke und einmal hier dieses Creme Fraiche Mango. Ich wollte das halt jetzt alles mal leer machen, damit ich Platz im Tiefkühlschrank habe. Denn beim nächsten Einkauf möchte ich gerne ein paar Packungen Zitroneneis kaufen. Das war nämlich echt richtig geil. So, bei uns gibt's heute Nudeln mit selbstgemachtem Pesto. Eine Heidenarbeit, aber es lohnt. Und dazu Glas Cola. Leute, ich habe endlich einen Backofen und ich habe eben das erste Mal Pizza drin gemacht. Im Hintergrund hört ihr Juan essen. Und keine Ahnung. Also, Juan schmeckt. Ich habe noch nicht gegessen, aber es sieht lecker aus. Zur Vorspeise am Sonntag gibt es eine Gemüseterrine. Als Hauptspeise am Sonntag gibt es provenzalisches Schmorfleisch mit Kartoffelgratin. Und Salat mit Tomaten. Mein Neffe ist heute bei mir und deswegen habe ich Pizza mit ihm selber gemacht. Ihm war es dann doch zu anstrengend mit dem Teig und dann habe ich den gemacht. Und das ist jetzt für mich übrig geblieben. Das ist halt Pizza mit Salami, Thunfisch, Peperoni und Schafskäse. Und dann gibt es jetzt gleich noch hier ohne Thunfisch. Für Juan gibt es mit Ananas. Hat Julie eben auch probiert. Scheint ihm geschmeckt zu haben. Und ja, jetzt muss ich noch ein bisschen Käse reiben. Aber das war dann die Pizza für heute. So, Freunde der Sonne, ich habe mir zwei Baguette-Brötchen gemacht mit Zwiebeln, mit Salz und Pfeffer. Irgendwer hat mich letztens unter einem Video gefragt, wie ich es denn geschafft hätte, die Brötchen so schön gleichmäßig braun zu kriegen oder so. Hier, das hier sieht ganz schön aus. Heißluftfritteuse. Jahrelanges Familiengeheimnis, Leute. Jetzt gibt's noch eine Schale Brombeeren. Willkommen bei den Übergewichtigen. Es gibt den dritten Tag in Folge Pizza. Und die hat diesmal Juan gemacht. Oben ist irgendwie Hähnchenbrust, Salami, Ananas. Und unten ist Salami und Hähnchenbrust. Okay, oben ist keine Salami, ich muss mich korrigieren. Und auch noch eine, aber da ist diesmal auch hier Pilz. Frische Pilze, Leute, ich habe frische Pilze gekauft. Ja, und Schafskäse ist ja auch noch. Jetzt gibt es noch eine Schüssel Zitroneneis. Das ist wirklich richtig, richtig lecker, das von Aldi. Und hier ist übrigens die zweite Pizza. Ich habe von der ersten halt ein halbes Blech gegessen und ich war ultra satt danach. Dann esse ich das hier morgen. Heute Abend gibt es Farfalle-Nudeln mit einer Soße aus Tomaten, schwarzen Oliven, grünen Oliven, Kapern, Knoblauchsalz, Pfeffer, bisschen Zitronensaft und das Ganze dann noch mit Käse und also so Mozzarella-Käse und Parmesan. Ich wollte mal kurz für Food Daily festhalten. Ich mache gerade einen Auflauf. Und wie weht, ich kann endlich die Randfeld benutzen. Die Platte hier unten links klappt zwar nicht, aber lieber drei als nur eine. Vorher hatte ich ja nur das Induktionsfeld. Und ich bin so überfordert damit, dass ich zwei Sachen gleichzeitig machen kann, weil ich das halt einfach schon ein Jahr nicht mehr machen konnte, dass mir eben die Nudeln übergekocht sind. Ich lege sonst immer hier so einen Holzstab. Ich lege sonst immer hier so einen Kochlöffel drauf und dann mache ich halt den Deckel so und dann kocht das nicht über. Der war aber eben halt nicht da drin. Da sind die Erbsen für den Auslauf in heißem Wasser. Das Hackfleisch brät an. Ich freue mich. Ich hatte eigentlich auch noch ein Dreiviertelblech Pizza von gestern. Ich habe das jetzt aber einfach mal so, wie es ist, eingefroren. Im Internet scheiden sich die Geister, ob es danach, nach dem Auftauen nochmal schmeckt oder nicht. Ich habe es jetzt trotzdem ausprobiert, weil ich halt unbedingt Auflauf essen wollte. Hier ist er übrigens in einer Auflaufform. Ich finde, der sieht richtig lecker aus. Und hier auf dem Teller. Leckere Weintrauben ohne Kerne. Die roten sind ganz normale, Mini-Weintrauben. Und die grünen sind Cotton Candy-Weintrauben. Also Zuckerwatte-Weintrauben und die riechen und schmecken wirklich wie Zuckerwatte. Ich kannte das schon länger, also aus Amerika, aber jetzt gibt es auch in Deutschland. Letztes Jahr glaube ich sogar auch schon, aber nur vereinzelt. Nachts um 20 vor 4 habe ich mir dann jetzt mal zwei Brötchen gemacht, links mit Zwiebelmett und ganz viel Salz und Pfeffer und das irgendwie ein bisschen mit der Butter eskaliert. Und hier mit Fleischsalat ohne
Gurken und dann gibt's noch einen Fencheltee. Heute habe ich Eiersalat gemacht mit Mayonnaise, Salz, Pfeffer und ein bisschen Aromat und Zitronensaft. Freunde, ich werde jetzt Zitroneneis essen. Nudeln mit Tomatensauce und einer Tonne Käse. Ich werde jetzt frühstücken und mich dann vermutlich hinlegen, weil ich letzte Nacht nicht besonders gut geschlafen habe. Aber spielt keine Rolle. Ich habe hier einmal ein Kartoffel-Kürbiskernbrötchen mit Leberwurst und Maggi. Und dann habe ich mir noch einen Fencheltee gemacht, weil Fenchel regt die Verdauung an. Ich habe mir jetzt eine kleine Schale Obst gemacht und zwar mit Melone, Himbeeren, Brombeeren und Blaubeeren. Leute, guck mal, bei uns nennt man das Bullebäuschen. Ihr kennt das vermutlich unter Quarkbällchen oder so ein Shit. Hat Juan das jetzt zu mir mitgebracht, voll lieb. Habe ich mal ein Video zu gemacht. Ist eigentlich ganz easy selber zu machen. Verlinke ich euch mal. Freunde, ich esse jetzt hier so Putenbrust, die habe ich mit Öl mariniert, Chili und Knoblauch, dann hier noch sehr braun gewordene Bratwurst, ein Kamillentee, da liegt noch Baguette, ja, Essen eben, ne? Heute Abend gibt's Dürumdöner, nur mit Fleisch, Salat und weißer Soße, also auf keinen Fall scharf. Leute, um 19 Uhr Frühstück kann man mal machen, ne? Lecker Salat mit Tomaten zur Vorspeise. Um 1.14 Uhr kann man ja mal ein Brötchen essen, ne? Zur Vorspeise gibt es Schmorgurken. Ich bekomme in letzter Zeit irgendwie nicht so viel runter. Und dann hat Juan der Süße mir hier so ein Obsttellerchen gemacht. Die Orange schmeckt leider nicht und ich mag auch so allgemein nicht gerne Orange essen, trinken schon, aber nicht essen. Ja, deswegen habe ich eine Kiwi gegessen, ein paar Weintrauben. Dann gab es noch einen Fencheltee und ein Glas Saft. Mehr habe ich nicht runterbekommen heute. Okay, gelogen. Ich habe heute Nacht noch ein paar Stück hiervon gegessen. Kennt ihr diese Softcakes? Heißen ja die Originalen, glaube ich. Und die gibt es auch bei Aldi, die nachmache mit Orange. Finde ich nicht ganz so geil. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, an die hier zu kommen, Leute, kauft euch die. Die schmecken wie Zitronenkuchen. Oder so wie Zitronenkäsekuchen, finde ich. Ach, mega lecker. Aber ich kann davon noch nicht so viel essen. Dann wird mir einfach mega schlecht. Aber wer weiß, woran das liegt. Als Hauptspeise gibt es Frikadellen und gebratenes Kaninchenfilet mit Nudeln und Mayonnaise. Selbstgemachte Mayonnaise. Und Döner, Leute, Döner nur mit Soße und Fleisch, oder? Mal was Vernünftiges, aber ich kann gerade nicht urteilen. Leute, den Döner habe ich vorhin leider nicht geschafft. Mir ist davon ultra schlecht geworden. Jetzt versuche ich es mal mit einem Buttermilch, Zitrone-Eis. Ich weiß auch nicht, ultra gesund. Aber mal mindestens irgendwas essen. Ja, mal gucken. Es ist mal wieder Sonntag und zur Vorspeise haben wir heute eine Tomaten-Ziegenkäse-Tart. Ich bekomme einfach nichts runter, aber ich muss ja mal was essen. Deswegen werde ich jetzt trockenes Knäckebrot essen. Und wie immer Fencheltee. Ich habe auch irgendwie mittlerweile innerhalb von 2 Tagen schon über 2 Kilo abgenommen, weil ich einfach keinen Appetit habe. Ja, aber ich versuche das jetzt mal in mich reinzubringen irgendwie. Heute gibt es Pizza, obwohl ich gar nicht so einen großen Hunger habe. Als Hauptspeise gibt es heute Moussaka mit Kartoffelgratin und Knoblauch-Joghurtsoße. Nachdem ich vorhin einfach nur einen Apfel runterbekommen habe, habe ich jetzt einfach mega Bock auf Pommes. Und mal gucken, wie viel ich davon schaffe. Außerdem haben wir wieder leckeren Salat mit ein bisschen Tomaten drin. Und damit es dann mal was halbwegs Vernünftiges gibt, gibt es dann jetzt Pellkartoffeln. Und das ist die Weißwurstpizza, die es zurzeit beim Netto gibt, weil ja bald wieder Wiesn ist. Und ich als Bayer, mal schauen. Also, schmeckt ziemlich seltsam, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass da irgendwie eine Menge Senf drauf ist. Also von der Weißwurst schmeckt man kaum was.
aber eben jede Menge Senf. Und den mag ich jetzt nicht unbedingt so gern. Zumal es kein süßer Senf ist, wie es zu einer Weißwurst gehört, sondern halt mittelscharfer wahrscheinlich. Nee, würde ich nicht nochmal kaufen. Für mich gibt's jetzt ein Brötchen, das ist so ein Fit- und Vitalbrötchen, mit ein bisschen Butter und Salat, Gurke, Salz und Pfeffer und dann eine Handvoll Weintrauben. Eigentlich wollte ich eine Kiwi essen, aber die hat irgendwie mega gestunken. Die musste ich einfach wegwerfen. Ich habe gelesen, in der Schwangerschaft soll man viel grünes Obst und Gemüse essen. Und Gurke finde ich sowieso ganz geil. Weintrauben auch. Deswegen werde ich das jetzt mal essen. Leute von heute, es gibt Kartoffelauflauf mit Hackfleisch, Käse, Zwiebeln und ich wollte beinahe Möhren sagen, aber es sind natürlich Erbsen und Sahnesoße und Gewürzen und sowas eben. Ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen und hatte dann irgendwie so ein kleines Hüngerchen und dann habe ich 2 Ballistos gegessen und man muss fairerweise sagen, ich habe auch gestern eine halbe Packung Nicknacks, wie man sie auch immer nennt, gegessen, aber meine Waage, Gewicht geht trotzdem runter. Bis jetzt sind es 2,9 Kilo, die runter sind. Mir ist richtig schlecht. Ich weiß allerdings nicht, ob vor Hunger oder halt symptommäßig. Deswegen habe ich mir jetzt ein Brötchen gemacht und ich habe auch gerade schon eine saure Gurke gegessen. Das ist aber nicht so ein Schwangerschaftsding, sondern es ist einfach, weil es halt schnell geht. Anfang, Ende abschneiden, essen, fertig. Seit ungefähr einer Stunde geht es mir richtig bescheiden. Ich weiß nicht, ob es an der Temperatur liegt oder weil ich so wenig gegessen habe, aber ich habe auch einfach keinen Hunger. Vielleicht ist mein Blutzucker auch einfach im Keller. Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier so versuchen, 1-2 Cookies zu essen, in der Hoffnung, dass es mir dann besser geht. Ich habe mich schon mit so einem nassen Handtuch hier hingesetzt und ja, grausam, Leute, echt grausam gerade. Heute gibt es den Rest Kartoffelauflauf von gestern. Heute Fisch mit Senfsoße. Ich habe auch noch ein paar Fischstäbchen in der Pfanne. Juan hat Eier dazu, aber ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so der Fan von Eier mit Senfsoße. Also ich liebe Eier und ich liebe auch Senfsoße, aber in Kombination finde ich das irgendwie nicht ganz so geil. Ich habe heute erst einen Cookie und ein paar Salzstangen gegessen und unterwegs ist mir dann ordentlich schlecht geworden. Da habe ich mir dann erstmal hier dieses Eis gekauft, um den Kreislauf ein bisschen in Wallung zu bringen. Und jetzt esse ich hier 2 Scheiben Brot, das ist so Vollkornbrot, mit Frischkäse, mit Joghurt und da mache ich jetzt so ein bisschen Salz drauf. Gestern habe ich ein bisschen hart übertrieben, muss ich sagen. Ich habe mir hier diese neuen Donuts mit Juan geteilt, aber es sind auch so Mini-Donuts. Dann habe ich gestern voll den Turn auf Lakritz gehabt und habe davon ein bisschen was gegessen. Dann trinke ich momentan hier diesen Apfelsaft. Ja, den kann ich eigentlich ganz gut trinken, ohne Sodbrennen zu bekommen. Ich habe mir auch Multivitaminsaft gekauft, den kann ich aber nicht trinken. Und zum Frühstück esse ich jetzt hier 3 so Scheiben Brot mit Joghurt-Frischkäse und ein bisschen Salz. Und ja. Und Juan isst Pizza zum Frühstück. Er ist der Schwangere. So, Freunde, die Fresserei geht weiter. Den kann ich euch leider nicht mehr zeigen, den habe ich schon gegessen. So verfressen bin ich. Ein McChicken Classic. Und dann Curly Fries mit Süß-Sauer-Soße. Und dann noch einen Cheeseburger ohne Zwiebeln. Dann gab es das Glas dazu in Türkis. Und damit Juan hier nicht mit weiß der Geier wie vielen Bechern rumlaufen musste, habe ich hier diese Apfelschorle genommen. Einen Tanzverbot-Tipp. Der hat sich nämlich irgendwie 7 Menüs auf einmal gekauft, um alle Gläser zu haben. Und er wollte sich nicht 7 Mal Eistee kaufen. In so einem Pappbecher, das wäre ja alles schal geworden, hat er dann Apfelschorle genommen. Super Tipp. Vielen Dank, Tanzi. Ich habe mir 2 Scheiben Vollkornbrot mit Frischkäse mit Joghurt gemacht und da Salz drauf. Dann gibt es noch eine Gewürzgurke, eine Kiwi und ein Kinderpingui. Ich habe heute so Zwiebel-Sahne-Schnitzel gemacht. Ich habe das, jetzt geht das Licht aus, ich habe das Fleisch einmal kurz angebraten, habe dann die Zwiebeln auch angebraten, habe das in die Auflaufform getan, einen Teil der Zwiebeln in der Pfanne gelassen, habe da ein bisschen Mehl dran gemacht und Gewürze, dann Salz, Sahne, Wasser, Gemüsebrühe und das habe ich dann einfach eine Dreiviertelstunde im Ofen gelassen.
Und Pilze habe ich dann noch reingetan. Dosenpilze natürlich, Leute. Die nur ich esse. Ron findet die eklig. Und Pommes. Ich konnte letzte Nacht nur ziemlich bescheiden schlafen. Deswegen gibt es bei mir erst recht spät Frühstück. Das ist eine Portion Weintrauben, zwei Scheiben Vollkornbrot, Sonnenblumen, Vollkornbrot, ich habe keine Ahnung. Wie immer mit Frischkäse und Salz, ein Kinder-Maxi-King und ein halber Apfel. Freunde des Übergewichts, heute gibt es Spinat, Kartoffelpüree, natürlich so Pulverzeugs, Rührei und Bohnensalat. Heute muss ich mein Frühstück leider mal mit dem Handy füllen. Und ich habe ein bisschen Gänsehaut, nicht beachten. Ich sitze nämlich in der Küche auf dem Boden, weil in meinem Wohnzimmer eine Wespe ist. Ich esse einfach nur einen grünen Apfel. Und der liegt jetzt schon eine Weile hier, deswegen sieht er so ein bisschen braun aus. Ja, das war's, ne? So, meine Lieben, das war dann jetzt das Food Diary. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr davon am leckersten fandet. Es tut mir auch sehr leid, dass ich die letzten 4-5 E-Mails von, ich glaube, Kenny, Jessie und Marion nicht runtergeladen habe, aber ich habe es einfach nicht geschafft, dadurch, dass ich halt 8 Tage im Krankenhaus lag und meine Wunde mir zu schaffen gemacht hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir die schon aufgenommenen Videos gerne noch schicken und ich verwahre sie auf dem Laptop auf. Aber das hier wird, wie gesagt, vorerst erstmal das letzte Food Diary Gruppenprojekt sein. Und dann würde ich sagen, das war das Alltagsleben mit Moni. Tschüss!